Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kipps Supernova. Mein Name ist Flaffo, ich bin der Moderator der Spiele, die hier so stattfinden. Und wie versprochen gibt es ein paar Videos vom Splatfest, ein paar Splatfest-Highlights. Nämlich abseits der allgemeinen Splatfest-Spiele gab es auch einige Spiele nebenher, die Kipp mit einigen aus dem Livestream vom Samstag gespielt hat. Und zwar mit dem lieben Tim. Und wir schauen jetzt hier mal rein. So, und das erste Spiel ist Turmkommando im Grätenkanal. 4 gegen 4, Team Alpha gegen Team Bravo. Kipp ist im Team Alpha, er hat schon eingecheckt. Und ja, sind wir mal gespannt, wie das Spiel so läuft. So. Bring den Turm ans Ziel. Man kann übrigens auch während dem Splatfest Rangkämpfe spielen und Privatkämpfe. Allerdings zählen die nicht offiziell zu irgendwelchen Punkten und die kann man auch nur mit Freunden spielen, wenn man irgendeinen Zugangscode oder auch irgendwas hat. So, es geht los. Das Turmkommando. Turmkommando spielt man übrigens so. Man muss den. Ja, toll. Und schon ins Wasser gefallen. Na, Reifeleistung kippt nach 10 Sekunden schon ins Wasser fallen. Was soll das? Badeparty? Nein, aber weiter geht's, das kann ja mal passieren. Jetzt springt er auch noch auf den Spawnpunkt. Naja, man kennt ihn. Ne? Und auch noch mitten im Schleimfaden weggesplattet. Von, ich kann den Namen nicht lesen. Naja, egal. Wo waren wir beim Turmkommando? Turmkommando spielt man, indem man den Turm an seine bestimmte Stelle bringen muss. Der bewegt sich nur, wenn er aufgrund der eigenen Farbe eingefärbt bzw. besetzt ist. Und da sind jede Menge Splats und Kills vonnöten, weil man natürlich jeder auf den Turm stürmt. Das ist immer ein sehr großes Chaos, ein großes Hallo, wenn man hier gerade sieht. Kipp im Team Flaumus spielt gegen Team Grün, ein Alpha und gegen Bravo. Alpha gegen Bravo. Wo ein Blubberband, Schwabberer oder wie er heißt, ist da ein Anmarsch, da muss man schnell in Deckung gehen. Die Coolbombe aktiviert und aufgeladen. Und momentan 59 zu 95 für den Grün. Bravo oder Alpha? Ah, ich sage einfach die Farbe, Team Grün. Ja, gibt recht mutig voran. Diese besonderen für die Rangkämpfe sind die Maps ein bisschen verändert, als zum Beispiel der Turm, der steht ja nicht im normalen Revierkämpfen, ne? Das ist klar. Und auch einige Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese Schleimfaden-Dinger da. Und man hat sich so einlernen können, die gibt es auch nur im Rangkampf ist. So, der Tinkenshop ist schon wieder aufgeladen. Momentan steht es 49 zu 40. Weiter die Zahl fallen. Bei 0 hat das Team gewonnen, also wie bei 0 steht. Ja, den Sniper, den muss man, sollte man noch ausschalten, weil der ist gefährlich. Team erledigt. Mit traurig sein, Team. Ja, ist alles nur ein Spiel. So, und der Turm ist wieder in der Hand von Kipps Team. Ariol ist erledigt und Kim ist auch wieder. Und Kipp ist auch erledigt. Und wenn man jetzt die Farbe hier so sieht, dominiert Team Lila. Was auch nichts heißen mag, weil nämlich einfärben gibt hier keine Punkte, sondern nur lediglich den Turm ans Ziel zu bringen. Gibt es nämlich dann den Sieg oder die Niederlage. Kommt er wieder zurück. Ich glaube, geht es momentan zum Plan ist, dass wir den Turm. Es plattet auch sehr fleißig. Hier geht er weg, aber ich glaube, gegen diesen Blumen hat er keine Chance. Ah, na, ja, jetzt ist er erledigt. Da vorne ist der Turm. Schnell zum Turm. Und besetzen und dann ab Richtung Sieg. Nur noch 9 Rennen vom Sieg. Aber es ist nicht alles drin, weil es. Ich habe auch schon Turmkommando im Spiel gesehen. Da waren nur zwei auf waren 2 Punkte und der Gegner wollte sich patrouillig besiegen lassen, hat dann am Ende gewonnen. Dann 2 zu 0 und 0 zu 2. Ja, das sind natürlich dann auch wieder. Das ist es normal.
wir springen eine Schule. Dann gehen wir mal direkt an das Ziel und springen. Wahrscheinlich die ganze Map durch sein, aber natürlich auch mit der Gefahr, dann eingefärbt und weggesplattet zu werden. Aber der Turm ist gesichert. Es sieht nach einem Sieg aus, aber die Sniper sind hier besonders, also die Team Green verteidigt den Platz sehr vehement. Jetzt ist der Turm wieder in Gegnerhand. Hier sind die Robobomben auch am Start und ein Raketenwerfer. Eieieiei, das ist ein sehr harter Kampf, das ist sehr, hier wird sich nichts geschenkt, ja. Hier wird sich nichts geschenkt, der Turm ist nicht gesetzt, er ist nur eingefärbt und bewegt sich deswegen trotzdem. Und wieder baden gegangen, ein Punkt, ein Wasserpunkt für Kick. Nur noch 10 Sekunden, dann ist erst das Spiel vorbei. Ob es eine Verlängerung gibt oder nicht, entscheidet das System. Nein, es ist Ende und ich glaube, es ist ein klarer Sieg für Team Flaumus mit 98% zu 2. Herzlichen Glückwunsch, das erste Spiel gewonnen. Und wir gehen zum nächsten Spiel. Und es geht weiter mit einem Revierkampf, Schnellfeuer, Liebe. Und das ist eine Map, eine Wandelzone aus einer, also am ehemaligen Splatfest, wenn ich mich richtig erinnere. Sendgeld gegen Erbsenpüree. Team Alpha, Team gegen Team Bravo und Kip ist diesmal im Team Bravo. Übrigens ist mir aufgefallen, dass hier sehr viele Spieler verhältnismäßig hohe Stufen haben, was jedoch nichts zu sagen hat, weil es könnte ja auch jemand anders mit dem Account spielen, Spielcharakter spielen, eine niedrige Stufe hat auch nichts zu sagen, weil es könnte ja jemand sein, der nochmal mit einem neuen Account anfängt oder eine neue Konsole gekauft hat oder wie auch immer. Also, wie gesagt, lasst euch nicht von Stufen abschrecken. Alles, was zählt, ist letztendlich das persönliche Können. Es gibt bestimmt Leute, die haben eine hohe Stufe und können trotzdem noch gut spielen. Das ist immer so ein Alter, oder können vielleicht nicht in jedem Modus gut spielen. So, aber genießen wir den Kampf Erbsengerät gegen Senf. Ja. Mögt ihr eigentlich Senf? Also ich bin nicht so der Senf-Typ, also Senf, das kann ich überhaupt nicht ab, die ist ja auch ein bisschen allergisch gegen Senf. Auf dem Hamburger, die sind halt Cheeseburger oder so gekocht in Rindsrouladen oder so, da ist das eigentlich ganz offen. Aber so pur, aus der Pulver irgendwo draufgeklatscht auf den Würstchen oder so, nee, das muss nicht sein. Ist nicht so mein Fall. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht da, wir sind bei Splatoon, nicht bei Splatcook. Und es könnte ja auch ein schönes Zitroneneis sein. Weil Zitroneneis ist weiß, oder? Oder ist das auch gelb? Nee, Vanilleeis ist gelb. Aber eher so gelb, so wie die Mario. Ja. Jedenfalls die Mario, wo wir auf dem Splatfest spielen. Cool. Apropos Splatfest. Es hieß ja, nach diesem Splatfest wird jetzt wohl doch nichts mehr kommen. Also jedenfalls ist nichts bekannt. Aber man soll nicht den Tag damit abloben. Es hieß ja nach dem Final Splatfest, auch hoch, Chaos gegen Ordnung. Das war das letzte Splatfest für das Splatoon 2. Und das nächste wird dann, wenn überhaupt, mit das Splatoon 3 weitergehen. Jetzt gab es ja doch wieder ein Splatfest, zwar eine Wiederholung. Also normal, das gab es ja schon mal. Aber, wer weiß, vielleicht hat sich ja Nintendo gesagt, die Verkaufszahlen sind in die Höhe gestiegen. Jeder spielt Switch, jeder macht das. Vielleicht gibt es jetzt jeden Monat doch noch ein Splatfest, wo die einfach alle Splatfeste wiederholt, um das Spiel ein bisschen bekannt zu machen oder die Spieler ein bisschen zu halten. Wobei es ist gar keine große Kunst, weil es gibt ja noch sehr viele, die immer noch Splatoon 1 auf der Wii U spielen. Schreibt mir mal in den Chat, wenn ihr wollt, ob ihr auch noch Wii U-Spieler seid oder Wii U auch das Splatoon 1 spielt, das Original-Spiel. Also Kip spielt manchmal noch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mal livestreamen, so als Gag, weil sind alles Splatoon
Spiel spielen. Das wäre bestimmt auch mal interessant. Ich bin ganz ehrlich, mit Gefallen, ich will auch das alles tun. Ich noch recht viel. Und ich bin mir eigentlich recht lang raus. Da ist schon ein bisschen anders. Zum Beispiel die Queen Seeker, die ist ja bei Spectrum 2 nicht mehr. Wäre ja mal interessant. So, noch 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Und, oh, das ist ein klarer Sieg für Team Erbsenpüree. Mein Glückwunsch für Team Erbsenpüree. Nicht traurig sein, wer verloren hat. Es ist nur ein Spiel. Nimm es nicht so ernst. Dabei sein ist alles und es ist wichtig, Spaß zu haben. So, weiter geht's mit der Kampfart Herrschaft im Abyssal Museum. Und wir haben wieder Team Alpha und Team Bravo. Kip ist wieder im Team Bravo und sein Gastgeber Tim im Team Alpha, sofern er der Gastgeber ist, weil es gab ja auch einen Tim im Chat an unserem Livestream am Samstag. Und wir haben einen Zuschauer. Das ist auch mal nett. Ja. Also abgesehen von mir natürlich. Ich bin aber nicht weniger Zuschauer, ich bin eher der Moderator. Ihr wisst ja, Sportmoderatoren dürfen immer kostenlos auch zugucken und alles genießen, aber müssen auch dabei natürlich arbeiten, weil sie müssen ja moderieren. So, und los geht's. Diesmal sind wir bei der Kampf um die Herrschaft. Bei Herrschaft muss man ganz bestimmte Zonen einfärben und für sich beanspruchen. Und welche Zone am nächsten eingefärbt ist, zählt dann nur runter auf 0 und dann hat man gewonnen. Also man muss nicht den kompletten Map einfärben, sondern einen bestimmten Teil. Jetzt werden manche vielleicht sagen, das wissen wir ja alles, machst du hier Erklärung für das hier die Sendung mit dem Red Panda, ja, oder sind wir hier in der Sesamstraße oder so? Nein, natürlich nicht. Aber es kann durchaus sein, dass jetzt Leute zum allerersten Mal hier etwas von Splatoon sehen, das kann gut sein. Und das soll ja ein Kanal sein für alle, also für die Fortgeschrittenen, die sagen, hey, wir sind hier richtige Hardcore-Fans oder Gaming-Fans, aber auch für die Anfänger. Ja, und alles auch erklärt werden. Und ich werde jetzt auch keine Angst, ich werde jetzt in den Video immer wieder erklären, wie was läuft, aber vielleicht so ab und zu darf man mal erklären. So, Regie, mein Bild ist wieder eingefroren. Ich werde wieder mit der Kamera nicht. Ah, so, da ist er wieder. Aber im Moment sieht es sehr gut für das grüne Team aus. Und Kip wird ja fleißig schon zum zweiten Mal mit dem Team-Shock weggesplattet. Durch den Splatting Ultra Bass oder wie das Ding heißt. Ja, die Dinger sind auch ganz schön fies. Ja. Aus weiter Entfernung ziemlich gut weggesplatten. Pro-O-Teams. Kip's Team in Gefahr. Eine Booyah-Bomb. Und wieder zum zweiten Mal wiederholt weggesplattet, während er den Team-Shock einsetzt. Und ein Gegner mit Lexroller direkt vor der Haustür. Das ist natürlich nicht so nett. Kann er noch weg? Ja, wohl Team. Team Kip hat ihn gerade noch rechtzeitig gesplattet, aber wie gesagt, kann nicht die Zone einfärben. Oh oh, die grüne Uhr zählt sehr schnell zurück, rückwärts und das war's. Ein K.O.-Sieg, wie es aussieht, für das Team Grün. Ja, nicht traurig sein, Kip. Es ist ein Spiel unter Freunden. Naja gut, Freunde sind ein bisschen übertrieben, aber es ist ein Spiel mit jemandem aus dem Livestream. Wir wollen ja, dass die Leute wieder kommen und unserem Stream da angucken. So, und weiter geht's. So, wir haben diesmal wieder Turmkommando im Aruba-Sender und ich sehe, im Team Alpha sind vier Mitglieder und im Team Bravo, wo Kip ist, drei Mitglieder und einer ist bei den Zuschauern. Hä? 4 gegen 3, das ist ein bisschen unfair, oder? Hat das jetzt das System so entschieden? Wollte Inuel unterstrich YT, wollte der nicht mitspielen oder ist der mit Absicht auf die Zuschauerbank, damit Team Alpha in der Mehrzahl ist?
komisch. Also Tim, falls du das jetzt gerade siehst, schreib mal in die Kommentare. Ja, und falls du hier die Hände im Spiel hattest, schreib mal in die Kommentare, was hier jetzt da schiefgelaufen ist. Weil 3 oder 4 gegen 2 ist... 4 gegen 3 ist ein bisschen unfair. Also finde ich jedenfalls. Ist das so gewollt oder war das eine Panne? Wieder reinschreiben. Jetzt gucken wir uns das Spiel an. So, und los geht's. Turmkommando im Arova-Sender. Wie das Turmkommando funktioniert, habe ich ja gerade erklärt. Werde ich jetzt nicht jedes Mal erklären. Los geht's. 3 gegen 4. Das kann ja heiter werden. Let's go! Ja, Kip hat eine ganz besondere Methode hier jetzt. Er geht einfach. Dann die Methode Strategie. Er geht jetzt einfach mit dem Steigbügel oben rum. Ja, ob das so hilfreich ist, da kommt schon ein Gegner an. Und er wird hier schon. So, er wird hier schon ganz schön weggesplattet. Der gute Kip weggekippt. Gut, 3 gegen 4. Das wird die 3 Feuerbombe. Und schon nach wenigen Sekunden wieder weg. Displattet. Der Turm auf der Gegnerseite bewegt sich ziemlich stramm in Richtung Sieg. 23 zu 100. Jetzt muss aber Kips Team ordentlich nachholen. Und in die Pusche kommen, sonst wird das nix. Ja. Er ist ergeizig, seine Teammitglieder auf, also hier die Shops und Feuerbombs gerade lassen sie sich krachen, aber der Turm wird es winzig nicht bewegen lassen. Aber es sind noch 3 Minuten 40 Sekunden auf dem Zähler, also es ist noch alles drin. 2 weggekillt. Weggekickt von Kick, aber der Turm. Ja, jetzt kann der Turm zurück, woher kehrt er zurück? Steht immer noch in der... Ah, jetzt bewegt er sich. 92,98. Ah, ja. Jawohl. Jetzt bewegt sich so langsam und sieht jetzt relativ... Also es wird schon mal kein K.O. K.O. können es immer noch werden. Kick geht nicht auf. Ich bin ein sehr guter Verlierer. Ja, also muss man mal toben hören, toben sehen. Wenn er von so einer Brüllerbombe oder so etwas wirklich splattet wird. Das ist ziemlich übel. Jetzt springen ist eine gute Möglichkeit. Es sei denn, er springt in die direkten Tod rein und wird von allen Seiten weggesplattet, was hier gerade der Fall ist. Und tschüss. Mit der Sebisphäre. Mit explodiert. Und gibt es in Gefahr. Es ist glatt um die Wette, aber nein, nein, es sollte nicht sein. Es ist ein klarer K.O. Ein klarer K.O. Lose diesmal für das Team Flaumus. Und es war nur 3, also 4 gegen 3. So, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich glaube, Kip hatte gerade beim letzten Spiel nicht so viel Spaß, weil 3 gegen 4 oder 4 gegen 3, das ist ein bisschen unfair, vor allem, wenn man sieht, dass einer direkt auf die Zuschauerbank gesetzt wurde. Aber vielleicht war das ja auch ein Versehen, vielleicht war es ein Bug, vielleicht wollte der gerade nicht mitspielen oder hat einen Disconnected oder wie auch immer. Also falls jemand bei diesem Spiel der Gastgeber war, Tim, warst du das? Zuschaut, bitte, das wäre sehr nett, das aufzuklären. Ansonsten, gewinnen ist nicht alles, Spaß muss man auch haben und es wurden ja 2 Spiele gewonnen, 2 Spiele verloren, das ist ausgeglichen, das ist gut. So, das war das heutige Video zu dem Ausflug Nebenspiele beim Splatfest Mayo gegen Ketchup. Es gibt noch jede Menge aufgezeichnete Spiele, wo Kip für das Team Ketchup gespielt hat. Und ja, ich würde mich freuen, euch in einem Stream begrüßen zu dürfen, wo wir diese Spiele dann gemeinsam angucken. Vielleicht wird es ein Nachtstream. Das wird übrigens ein neues Format auf diesem Kanal, Nights Streams, wo wirklich eine ganze Nacht wir ein Spiel durchspielen, auch live. Ja, seid gespannt, schreibt mir mal, was euch da so gefallen würde. Natürlich habe ich schon einiges im Petto, habe mit Kip darüber gesprochen. Aber lasst euch
überraschen. Aber ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Vielleicht mal wieder was mit Horror oder mit Fantasy oder Science Fiction. Whatever. Ich spiele alles, außer Tiernahrung. Ja, Spaß. So, jetzt aber genug gebabbelt. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.